Wer ist Miller? Wir werden es jetzt erfahren, wer Miller ist. Wow! Ich bin mal wieder ruhig. Panzerzeit! Die schönste Zeit. Sergeant Jonathan Miller, 1st Marine Tank Battalion. 31. Oktober, Teheran, Iran. Guck mal, was wir jetzt hier machen. Die Mission kennt man, glaube ich, aus den ersten Battlefield 3 Videos, die aufgetaucht sind, nachdem das Spiel angekündigt wurde. Und ja, es ist einfach nur die realistischste Grafik, die ich bis jetzt gesehen habe. Also man könnte denken, das hier wäre gerade wirklich die Wüste. Wir werden also jetzt Panzer bedienen. Aktiv. Also wir werden nicht nur rumsitzen wie beim Jet. Wir werden aktiv den Panzer fahren. Und ja. Ist ziemlich laut hier oben. Okay. Runter geht's. Ja, wir dürfen jetzt selber Panzer fahren. Ja. Also wir sind jetzt hier der Panzerfahrer. Sehr cool. Ah, hinten ist aber auch ordentlich die Kacke am Dampfen, wie das aussieht. Schießen wir mal so ein Geschoss dahin. Au, 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 au. Natürlich schwer. Verdammt schwer. Während der Fahrt zu treffen. Ich versuch's ja. Das war's. Das, ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer, während der Fahrt einen ordentlichen Schusspunkt zu treffen. Ich guck mal, ob ich das jetzt besser hinkrieg. Aber ich wette, ich krieg's besser hin. Muss ja. Ja, das ist nicht ohne. Also das war auch schon auf normal relativ happig, weil natürlich schwer ist mit einem fahrenden Panzer jetzt irgendwie genau ein Ziel zu treffen. Warten wir mal ab. Wir müssen jetzt irgendeinen Augenblick kommen. Da sind sie schon. Die treffen uns natürlich auch noch genau in die Seite, die Scheißdinger. Darf ja gar nicht passieren hier. Jetzt fahre ich natürlich auf einen anderen Panzer drauf. Ich erwische nicht mal einen, Freunde. Ich erwische nicht mal einen verdammten Panzer. Jetzt habe ich einen erwischt. Es hat anders als im Multiplayer den Panzern, da muss ich nicht hochziehen, sondern hier muss ich eher tief zielen, damit ich auch treffe. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, also im Multiplayer ist es eigentlich so, wenn da hinten jetzt der Panzer steht, dann musst du so schießen. So. So. Und hier geht's dann einfach drüber. Na gut. Sind anscheinend noch mehr Panzer hier. Oh.
so hoch. Der war gut. Der war auch gut. Alles klar. Ich schau mal ein bisschen auf den Boden. Guck mal ein bisschen den Boden hier performen, wenn er mal drauf achtet. Ich schieß drauf. Da mal ein kleines Loch. Schieß ich nochmal hier drauf, damit ihr das seht. Ich schieß in den Boden. Und hier bildet sich so eine kleine, ja, so eine kleine Mulde. Aber wir haben es geschafft. Vorerst. Warte mal, hier in der Panzerspur, die schon hier vorgefahren ist. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, okay. Ah, UAV. MAV. Ganz ruhig. Da sind wir. Okay. Okay, Miller. Lays the target. Hm. 5, 4, 3, 2, 1. Da sind die Bomben. Ja. Okay. Minimale Schäden? Hm. Anvil Actual might have to pick up the ball on this and adjust to attack the BDM position. Out. Was heißt BDM? Abkürzung BDM. Wofür? Jetzt können wir sogar den Boost einschalten. Guckt ihr diese Raketen an. Ich meine ernsthaft, Leute. Guckt euch diese Raketen an. Ich möchte den Spieler sehen, der so eine Rakete im Multiplayer abfeuert. Auf diese Entfernung. Verdammt nochmal. Es kommt mir so vor, als hätten die sich alle nur auf uns abgesehen, oder? Natürlich immer mehr Raketen. Wäre ja auch zu langweilig, wenn nicht. Ah, ich halte mich an. Ich zerbombe hier die ganze Bude. Mal ballern, das Zeug hält. Ich sehe halt null. Außer irgendwie ein paar Bodensoldaten. Na, wo sind die denn hier? Ich sehe sie halt nicht. Ich steh mal vorsichtshalber rein. Da scheint was zu sein. Ach, das ist ein Panzer. Ich dachte schon mal, schießen da jetzt auf mich. Rein in die Schützenstellung ballern.
geht nicht kaputt. Es geht nicht kaputt. Jetzt geht's kaputt. So muss es sein hier. Ziemlich viele Effekte. Framerate kackt wieder ab. Wir sind auf 25 Frames runter. Aber so viele Effekten bricht auch der beste PC irgendwann ein. Erst recht in Full HD Auflösung. Okay, okay. Ich übernehme die Spitze. Oder auch nicht. Okay. Da kommt die Sandwolke, das meinten die, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist nur ein Ableckungsmanöver. Ja, 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 ja. Ja. Jo. Komm schon. Erster. Komm schon. Lass mal uns halt ködern. Okay. Oben rechts übrigens die Geschwindigkeit. 53 km/h. Ist für einen Panzer gar nicht mal ohne. Auch wenn die deutschen Panzer viel besser sind, finde ich. Wow, 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 wow. Okay, 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 weg hier, weg hier. Warte, dass er ein bisschen regeneriert hat. Wir müssen über die Hügelkuppe. Jetzt haben wir's. Mann! Das ist echt nicht so einfach, mit dem scheiß Panzer zu treffen. Ich muss da hinschießen. Okay, den haben wir. Sobald die näher dran sind, sind die kein Problem mehr. Da muss ich nur draufhalten. So. Weiter geht's. Alles klar. Sollen wir ja angreifen hier, den Konvoi. Wenn ich gerade irgendwie nicht treffe. Ich treffe gerade überhaupt nicht. Komm schon. Bam. Komm schon, komm schon, komm schon. Der war doch. Sag ich doch, der war. Komm mal her. Bam. Einer steht noch. Was. Macht schon ziemlich Bock, mit dem Panzer rumzufahren. Bin natürlich ein bisschen ruhiger, weil ich nicht immer sterben will. Ich meine, Ladebildschirm ist für euch auch nicht wirklich interessant. Naja, fahren wir mal vor.